Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SOS Kolonie. Und heute werden wir den Großteil unserer Europastation aufbauen. Und zwar haben wir hier natürlich die ganzen Module. Wir haben auch die Treibstofftanks vollkommen gefüllt. Das heißt, wir sind jetzt bereit, nach Europa zu fliegen, um unsere Station zu bauen. Und diese Folge wird ziemlich lang werden. Ich werde sehr viele Zeitraffer machen, die auch relativ lang dann gehen werden. Ich hoffe, es gefällt euch einfach. Wir starten jetzt einfach mal mit der Mission und wir schauen mal, wie es läuft. Thank you.
Und da sind wir im Europa-Orbit. Wir haben jetzt hier einen schönen kreisförmigen Orbit mit 10 Kilometer Höhe. Und jetzt werden wir beginnen, die einzelnen Module nach unten zu bringen. Nämlich hier zu unserer Position, die unser Lander herausgesucht hat. Ich werde vor allem sehr weit rechts hier am Bildschirm die Kolonie aufbauen, weil es da ziemlich flach ist. Hier ist es ziemlich holprig, wie ihr sehen könnt. Daher ist es quasi wie so ein Leitstein. Wir gehen einfach rechts davon hin und bauen dort die Kolonie. Genau, das machen wir jetzt ein Modul nach dem anderen. Zuerst die kleinen generischen Module, danach das Atomkraftwerk und danach den Bohrer und die Raffinerie. Also, los geht's. Thank you.
So, da haben wir die Kolonie aufgebaut. Und zwar gehen wir mal dorthin, einmal hier rüber zu einem der Module. Ihr seht, wir haben es aufgebaut. Da ist so eine kleine Lücke dazwischen. Das liegt daran, dass hier einfach ein Berg ist. Aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Ich habe hier irgendwie ein paar visuelle Bugs. Ihr seht diese Linien, die da runterführen. Auch manchmal im Himmel kann man da irgendwie eine Linie sehen. Ich weiß nicht genau, was damit los ist. Das scheint ein besonderer Ort irgendwie zu sein, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt die Module aufgebaut. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück zur Erde. Und wir haben natürlich noch einiges an Treibstoff hier drin. Also es sollte auf jeden Fall klappen. Und da haben wir die Station wieder im Erdorbit und zwar wieder einen recht hübschen Orbit, den ich mir nicht angucken kann, weil es gerade laggt. Egal. Jedenfalls haben wir hier die Station und es laggt gerade wirklich stark. Wir haben nicht genug Treibstoff gehabt, um die Lander vorne wieder aufzufüllen. Die sind zum Teil noch nicht ganz bis oben gefüllt. Heißt, wir müssen das noch machen. Wir brauchen auch neue Treibstofftanks und die alten müssen wir wieder sicher zur Erde zurückbringen. Also da ist eine Menge zu tun, aber das wird kein Teil vom heutigen Video sein, sondern eben von der Zukunft. Ja. Wir werden das dann wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Folgen machen. Ansonsten gibt es nichts weiter zu tun. Das war's erstmal. Wir schauen uns nochmal ganz kurz die Kolonie an. Dazu gehen wir raus. Zum Jupiter, fokussieren den Jupiter und dann auf Europa. Und dann gehen wir zu unserer Kolonie hier drüben. Gehen wir mal zu dem da. Und da haben wir die
Kolonie, ihr seht, wir haben 4 Module links, dann den Funkturm, das Atomkraftwerk, Raffinerie und Erzbohrer. Und jetzt fehlt natürlich nur noch das Landepad. Ich glaube, das werde ich weiter links hinpacken. Da auf dem Hügel oben drauf. Und natürlich unsere Astronauten. Aber das wird alles eine zukünftige Mission sein. Das werden wir nicht heute machen, denn die heutige Folge ist schon lang genug. Ich habe, glaube ich, fast 2 Stunden an Aufnahmezeit, die ich jetzt irgendwie runterbrechen muss auf irgendwie 20 Minuten oder so. Also mal schauen, was ich draus mache. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.